Lass drei Mitarbeiter sich am Tag 15 Minuten mit der Dokumentation beschäftigen. Dann sparst du dir damit 273 Stunden. Der Küchenherde-Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du aus der Hotellerie und Gastronomie kommst und der Meinung bist, dass sich in unserer Branche etwas verändern muss. Wenn du dich für das Thema Digitalisierung im Gastgewerbe interessierst und es gleichermaßen auch als wichtig empfindest, dann bist du hier genau richtig. In dieser Sonderserie gastrotools24.de stelle ich dir regelmäßig neue Softwarelösungen vor, die dir deinen betrieblichen Alltag erleichtern. Diese Folge ist gesponsert und wird vom Anbieter unterstützt. Du bekommst in dieser Folge eine objektive Beschreibung des Tools in Form eines Interviews. In diesem Interview stellen wir die wichtigsten Funktionen und Mehrwerte der Lösung in kurzen Folgen für dich heraus. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Horeca Hero hat mich heute vor die ein oder andere sprachliche Herausforderung gestellt. Was aber Fakt ist, und darüber sprechen Andreas und ich heute im Interview, Horeca Hero kann eine ganze Menge Stunden pro Jahr einsparen. Laut Andreas, je nach Betrieb natürlich etwas unterschiedlich, aber es sind im Durchschnitt etwa 273 Stunden pro Jahr. Das sind bei 12 Euro, nehmen wir mal 12 Euro brutto inklusive Arbeitgeberanteile, über 3000 Euro im Jahr. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin heute dein Gastgeber. Ich darf dich ganz herzlich zur ersten Folge der Serie gastrotools24.de begrüßen. Die erste Folge. Ja, was ist gastrotools24.de? Gastrotools24.de ist ein Online-Marktplatz für digitale Lösungen für die Hotellerie und Gastronomie. Und in dieser Serie stelle ich dir regelmäßig neue Tools vor, die dir Zeit und oder Geld sparen oder vielleicht auch deinen Umsatz steigern. Ja, und heute geht es um eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Und das sage ich nicht einfach nur so, sondern das ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen. Ihr wisst es wahrscheinlich, also die, die mich jetzt schon etwas länger verfolgen, die wissen, ich komme aus dem Catering, aus dem Care-Catering. Und da war das Thema HACCP und Dokumentation war an der Tagesordnung. Und ja, und jetzt heute hören wir uns an, wie man das zeitsparend in seinem Betrieb umsetzen kann. Ihr wisst alle, wir verbrauchen Unmengen an Zeit für Dokumentation, für die Einhaltung der Richtlinien. Und ja, heute sparen wir Zeit. Und heute stelle ich dir Horeca Hero vor. Und das nicht alleine. Ich habe mir dafür jemanden eingeladen, der sich damit auskennt. Hallo und herzlich willkommen, lieber Andreas. Hi. Hallo, Markus. Ja, cool, dass du dabei bist. Cool, dass du da bist. Und ich freue mich auf das Tool und ja, dass du mir heute so ein bisschen was über das Tool erzählst. Du, danke für die Möglichkeit, dass ich Horeca Hero ein bisschen vorstellen kann. Okay, wollen wir direkt loslegen? Ab geht's. Okay, also bevor wir loslegen, würde ich einfach mal sagen, damit unsere Zuhörer wissen, wer denn da jetzt gerade so ist, dass du einmal kurz erzählst, wer du bist und was du bei Horeca, ich wusste es ganz genau, weil ich habe das nämlich das ein oder andere Mal geübt und dann kam immer Horeca Hero, was du bei Horeca Hero tust. Du kannst uns auch Hooray Hero nennen. Hooray, okay. Mein Name ist Andreas Mim, ich bin seit über 15 Jahren im Marketing und im Vertrieb tätig. War speziell die letzten 8 Jahre immer mehr in der Digitalisierung unterwegs. Und seit rund 2 Jahren arbeite ich bei dem Unternehmen, das Horeca Hero entwickelt. Also ich habe da von Beginn an mitgearbeitet. Und wir sind jetzt live auf dem Markt und bin zuständig bei Horeca Hero für Marketing, Kommunikation und Sales. Okay, wunderbar, cool. Frage, als du angefangen hast bei Horeca Hero, hattest du da dieses gleiche Horeca-Syndrom? Like ja, also den Aha-Effekt oder die Begeisterung fürs Produkt, die habe ich sofort gespürt, weil man muss es nicht verstehen oder lang erklären, man versteht es sofort, so ist es eigentlich richtig, man versteht es sofort. Du sprichst mit dem Gastronomen, hey, ich habe da was, kann dir helfen, spart dir Zeit, lalala, das wird sofort verstanden, man muss dieses Produkt nicht verkaufen. Du musst es nur sagen, schau, da ist es, bitte nimm's. Was genau ist Horeca? Horeca Hero ist die App für Hygiene,
Arbeitssicherheit und Qualität in der Gastronomie. Wir unterstützen den Gastronomen, den Unternehmer und die Mitarbeiter in der Dokumentations- und Schulungspflicht, weil das sind ja gesetzliche Vorgaben vom Staat, vom Bundesland und vor allem von der EU. Und das alles in 13 Sprachen. Okay, warum 13 Sprachen? 13 Sprachen deshalb, weil du kommst ja aus der Gastro. Also das Mitarbeitergefüge in der Gastronomie ist ja sehr vielfältig. Das sind tatsächlich diese 13 Sprachen, die wir da abdecken, bis zu Arabisch, die werden da gesprochen. Und die Schulungsunterlagen oder die Dokumentationshilfen für die Mitarbeiter und Protokolle, die sind meistens nur auf Deutsch. Ich kann dir da ein Beispiel nennen von einem Kunden, der hat uns geschrieben, der hat einen kleinen Arbeitsunfall im Hotel. Da ist in der Küche, hat sich ein Mitarbeiter, ein Hilfskoch, den Daumen fast abgeschnitten bei der Wurstschneidemaschine. Oh. Der gilt dann als schwer verletzt, kommt dann natürlich ins Krankenhaus und dann kommt sogar die Polizei zu ihm und fragt dann, hey, lieber Unternehmer, wo ist denn der Zettel, wo draufsteht, dass dein tschechischer Koch, weil der spricht nur Tschechisch, dass der verstanden hat, dass er da eigentlich die Sicherung davon dieser oder den Schutz von der Wurstmaschine nicht runternehmen sollte. Und dann war der Unternehmer relativ relaxed, weil er über Horeca Hero ein Protokoll hatte, wo draufsteht, dass der Mitarbeiter in seiner Muttersprache diese Schulung erhalten hat und somit selber schuld ist. Also das ist einfach ein versicherungstechnischer Fall. Weil diese 13 Sprachen, wir beziehen uns da auf die Sprache, die bei deinem Smartphone eingestellt ist. Und dieser tschechische Koch hatte sein Smartphone selbstverständlich auf Tschechisch eingestellt und hat dieses Video und diese Dokumente zur Sicherheitsunterweisung in seiner Muttersprache konsumiert. Digital unterschrieben mit Zeitstempel und Datum und der Unterschrift. Es geht ja nicht nur darum, dass man abgesichert ist, sondern auch, dass dieser Arbeitsunfall zum Beispiel vermieden werden kann, wenn dann tatsächlich ihm das so serviert wird, wie er es braucht. Er kann es dann auf Russisch oder auf sonst irgendeiner Sprache lesen und dann wird dieser Arbeitsunfall verhindert und dann habe ich keinen Mitarbeiter, der für 4, 6 Wochen ausfällt, den ich ersetzen muss. Okay. Korrekt. Vor allem auch nicht nur lesen, sondern wir haben sehr kurzweilige Infotainment-Videos drin und die Sprache in diesen Videos ist eben auch auf die Landessprache vom Nutzer abgestimmt, also 13 Sprachen decken wir ab. Chinesisch haben wir noch nicht, da arbeiten wir noch dran, wird sicher kommen. Aber die in Europa gängigen Sprachen plus Arabisch und allem drum und dran, das decken wir ab. Okay, welche Funktionen kann ich mit Horeca Hero denn genau abdecken? Also vor allem die vorgeschriebenen Schulungs- und Dokumentationspflichten für diese viele verschiedenen gesetzlichen Verpflichtungen und Verordnungen, die der Gastronom zu erfüllen hat. Das geht bei der Kassensicherungsverordnung los. Wir reden über HACCP, die Hygienevorschriften von der EU. Datenschutz, also die DSGVO, wird abgedeckt. Die sogenannte Pommes-Verordnung, also die Acrylamid-Verordnung von 2017. Das Arbeitsschutzgesetz, Allergene, Warnannahme, Jugendschutz, Belegausgabepflicht, Erste Hilfe und das immer angepasst auf den jeweiligen Staat oder das jeweilige Bundesland. Das heißt, ich als Gastronom, selbst wenn ich nicht in jedem Gebiet Profi bin oder nicht über jedes Gebiet Bescheid weiß, kann ich eigentlich nichts vergessen, wenn ich genau hinschaue. Korrekt. Perfekt, astrein. Gehen wir mal davon aus, ich interessiere mich dafür, weil ich habe festgestellt, ich habe dann Defizit und dann komme ich auf euch zu. Und wie funktioniert das dann in der Praxis? Ich entscheide mich dann für Horeca und wie funktioniert das dann mit der Einführung bei mir im Betrieb? Ganz einfach, also es braucht eigentlich gar keine Einführung. Da, wenn du Horeca Hero haben möchtest, lädst du dir die App in den Stores von Apple oder Google auf dein Smartphone oder auch auf dein Tablet. Dann richtest du deinen Account ein, also du wählst aus, bist du Unternehmer oder bist du Angestellter. Das dauert ungefähr 2 bis 3 Minuten. Wählst dann aus, welche Form von gastronomischem Betrieb führst du. Bist du eine Bar, ein Restaurant, ein Gasthaus, Catering, Imbiss, Pizzeria? Weil auch da gibt es natürlich unterschiedliche Vorgaben und Restriktionen, die man beachten muss. Also das haben wir alles schon gefiltert. Und dann, wenn du Mitarbeiter hast, lädst du die via Telefonbuch bei dir ein. Das geht dann und sendest dann automatisch über die App denen einen Zugangscode, also eine 6-stellige PIN-Nummer, mit der die sich auch registrieren können. Und dann geht's schon los. Also du kriegst dann, sobald du registriert bist dich angemeldet hast, geht schon los mit deinen täglichen Checklisten, die du machen musst. Das kann Checkliste für den Bereich Service sein. Aktuell haben wir übrigens abgestimmt natürlich auch auf die Corona-Vorgaben der Staaten, da den Content angepasst. Das ist eine Checkliste für die Küche, was täglich erledigt werden muss, die Schankanlage. Es geht dann sofort los. Der Content ist schon da
Du brauchst nicht deine eigenen Checklisten erstellen, nicht selber überprüfen, ist das gesetzeskonform, was ich drin habe, sondern haben wir alles erledigt. Das beginnt mit, wie jetzt schon zweimal erwähnt, glaube ich, Entschuldigung, also die täglichen Dinge. Dann gibt es Sachen, die musst du wöchentlich überprüfen, monatlich. Das kann zum Beispiel die halbjährliche Kontrolle der Eismaschine sein und endet am Schluss mit jährlicher Überprüfung der Bausubstanz. Auch das muss man nachweisen und überprüfen. Ich muss es einfach nur abhaken, dass ich sage, okay, diese Checkliste, die ist jetzt als Template, als Schablone ist die da. Ich kann die nutzen, mache ich ein Häkchen dran, dann nutze ich die. Und dann wähle ich mir einfach die Listen raus, die ich halt tatsächlich brauche. Oder kann ich da auch irgendwas anpassen, abändern? Ist das auch möglich? Du kannst anpassen und abändern. Das wird in einem zeitnahen Update kommen, weil nicht jeder zum Beispiel eine Eismaschine hat. Und wenn du eine Eismaschine nicht hast, brauchst du sie auch nicht kontrollieren. Aber in der Dokumentation, ja, es ist wirklich ganz, ganz simpel am Smartphone. Du hakst es einfach ab, drückst bestätigen und dann wird automatisch ein Protokoll erstellt mit Zeitstempel und deiner digitalen Unterschrift. Und ich meine digitale Unterschrift tatsächlich so, dass man den Finger nimmt, aufs Smartphone legt und seinen Namen schreibt. Das wird dann automatisch gespeichert, muss man nur einmal machen. Und dann ist dieses Protokoll da und dann ist es auch gespeichert. Okay, ja, das erspart ja dann später auch den ganzen Papierkram, das ganze Abheften und gucken, wurde dann auch tatsächlich unterschrieben. Gibt es da eine Kontrollfunktion, dass ich sehe, dass tatsächlich auch unterschrieben wurde? Weil ich habe es ja, ich mache das ja nicht alles selbst, sondern das machen meine Mitarbeiter in den unterschiedlichen Sprachen unter gegebenen Umständen. Und eine Kontrollfunktion, dass ich später sehe, ist das tatsächlich erledigt worden oder eine Erinnerungsfunktion oder sowas? Gutes Stichwort, es ist tatsächlich eine Erinnerungsfunktion. Also die Aufgaben, die täglich oder wöchentlich oder monatlich zu tun sind, wenn die nach einem Tag abgelaufen sind, bekommst du eine Erinnerung per Push-Mitteilung sogar auf dein Smartphone. Hallo, du hast überfällige Aufgaben, bitte schau hier mal rein, das ist dringend zu tun. Okay, wunderbar. Also Ersteinrichtung gar nicht notwendig, weil es ist alles vorhanden. Wenn ich Mitarbeiter habe, die lade ich einfach über die Kontakt, über den Kontakt in meinem Smartphone, lade ich die ein, die registrieren sich eigenständig und das heißt, ich habe in der Ersteinrichtung so gut wie keine Arbeit, außer dass ich die vorhandenen Listen auswählen muss, was ich brauche. Korrekt. Also, ja, fast. Wir haben für dich schon ausgewählt, was du brauchst. Also die Gesetze sind ja klar und unmissverständlich. Du musst diese Tätigkeiten musst du durchführen. Du musst deine Mitarbeiter schulen auf DSGVO. Die müssen unterschreiben, dass sie das verstanden haben. Wie ist das in der Rezeption, im Service, wenn du eine Videokamera hast? Die müssen da das Einverständnis erklären und dass sie verstanden haben, was mit diesen Daten passiert. Also die Gesetze sind da ganz klar. Das heißt, wir haben diese Auswahl schon getroffen. Man kann in dem kommenden Update dann einige Dinge wegklicken, falls man es nicht hat oder nicht braucht, das ja. Also richtig, Ersteinrichtung, nicht notwendig, registrieren, Mitarbeiter hinzufügen und geht schon los. Cool. Jetzt gerade haben wir die Situation Corona. Corona macht ja auch eine ganze Menge, was wir checken müssen in unseren Betrieben, worauf wir uns einstellen müssen. Und das ist jetzt für... Ihr arbeitet ja nicht nur deutschlandweit, ihr arbeitet ja im deutschsprachigen Raum weit und wollt ja auch noch ein Stückchen weiter. Wie macht ihr das mit Corona, dass ihr diese ganzen unterschiedlichen Anforderungen aus den unterschiedlichen Bundesländern einhalten könnt? Richtig, im deutschsprachigen Raum sind wir aktuell unterwegs. Wir wollen natürlich die App EU-weit etablieren. In Österreich ist es mit Corona relativ einfach, weil das wird einfach von Wien aus diktiert. Das sind die Vorgaben, die musst du einhalten, fertig, gilt für alle österreichischen neuen Bundesländer. In Deutschland ist es ein bisschen komplizierter. Ist ja bekannt, der deutsche Föderalismus, dass jedes Bundesland sich da die eigenen Vorgaben zurechtzimmert. Mhm. Sie unterscheiden sich tatsächlich nicht wesentlich, aber halt geringfügig. Fängt an bei der Gast muss den Mund- und Nasenschutz beim Betreten und beim Verlassen aufhaben oder am Weg zur Toilette auch und in manchen Bundesländern wieder nicht. Führt weiter, dass Gesichtsvisiere in manchen Bundesländern erlaubt sind oder in wenigen und in den meisten allerdings nicht. Wir reden da tatsächlich dann von der Maske, die getragen werden muss. Wir handeln das so, dass wir aktuell, weil wir berufen uns da auf die Verordnungen immer von den Ländern. Wir haben da ein recht flottes Team beim Arbeiten und passen den Inhalt nahezu täglich an. Manchmal sind wir einen Tag hinterher, aber es sei uns nachzusehen, aber wir aktualisieren den Content täglich.
Ja, cool. Also kann man da jetzt auch auf der sicheren Seite sein und muss sich nicht alle Informationen selbst irgendwo her suchen, sondern kann sich einfach mal anschauen. Ihr habt ja die Möglichkeit, das habe ich bei euch auf der Homepage gesehen, dass ihr die Möglichkeit gibt, dass man sich das kostenlos halt erstmal runterlädt und anschaut und ja, erstmal so eine Art Testversion mitmacht, richtig? Ja, nicht ganz. Wir sind eine Freemium-App. Das heißt, unsere Inhalte kannst du sowieso kostenlos konsumieren. Also wenn du dich anmeldest, machst nicht zum Test oder irgendwie, sondern melde dich sofort an, so als würdest du es normal nutzen. Es werden auch die Protokolle erstellt, es werden die Zertifikate für Schulungen werden erstellt. Ich rede auch über Acrylamid, die Acrylamid-Verordnung von der EU, die sogenannte Pommes-Verordnung oder die Allergen-Verordnung, die deine Mitarbeiter, wo du nachweisen musst, dass deine Mitarbeiter das verstanden haben und kennen. Das ist da auch alles drin. Also das ist alles komplett kostenlos. Auch in 13 Sprachen kostenlos. Wenn du dann allerdings diese Protokolle und Zertifikate zum Download haben möchtest, dass du sie verwenden kannst zum Ausdrucken, zum digital sichern oder zum Versenden an die freundlichen Damen und Herren von der Lebensmittelbehörde oder vom Arbeitsinspektorat, dann wird eine Gebühr fällig und die ist lächerlich günstig bei 9,90 Euro pro Standort, nicht pro Mitarbeiter, das ist ganz wichtig. Das heißt, der Imbiss mit der Ein-Mann-Imbiss zahlt 9,90 Euro und das Hotel mit 70 Mitarbeitern zahlt auch 9,90 Euro. Gut, wunderbar. Frage noch zu den Mitarbeitern. Die nutzen ja Horeca in unterschiedlichen Sprachen. Nutzen die dann ihr eigenes Smartphone? Besteht die Möglichkeit, ihr eigenes Smartphone zu nutzen? Das ist eine interessante Frage und es ist eine wichtige Frage, die kommt nämlich immer wieder. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Gastronomen, also die Unternehmer, es den Mitarbeitern ohnehin kaum verbieten können, ihr eigenes Smartphone während der Arbeitszeit zu verwenden. Ich meine, der Koch wird jetzt nicht in der Suppe rühren und nebenher an seinem Handy spielen, das tut er ja nicht. Aber in den Pausen oder wenn er mal eine Minute hat, die nehmen ihr Smartphone einfach her. Das ist die Realität. Und ja, sie sollen diese App auch auf ihrem privaten Smartphone nutzen. Sie machen es auch. Also man spart sich ja viel Zeit. Man kriegt Infos vom Chef. Kriegt man relativ schnell über Push-Nachricht gesendet. Da gibt es ein Beispiel von einem netten Gasthaus. Das ist, ich glaube, mir fällt der Name von dem See wieder nicht ein, aber die haben überraschend eine Reisegesellschaft bekommen. Reisebus ist vorbeigefahren oder hat sich eben angekündigt und die hatten die Terrasse nicht hergerichtet. Und der Chef selber war unterwegs und der hat diese Anfrage halt telefonisch von einem Freund bekommen. Der nützt Horeca Hero, erstellt schnell eine Aufgabe. Man kann sich auch die Aufgaben selber erstellen und schickt eben raus an alle Mitarbeiter von seinem Servicepersonal: Leute, in einer halben Stunde kommt dieser Bus mit 30 Leuten. Bitte deckt die Terrasse auf, richtet die Tische her, stellt die Sonnenschirme auf. Wir kriegen hier gleich Party. Und die kriegen das dann per Push-Nachricht aufs Handy, wissen Bescheid, was zu tun ist. Und sobald es erledigt ist, kriegt der Gastronom, also der Unternehmer selber, auch eine Push-Mitteilung. Schau, Aufgabe erledigt, kann sich entspannen. Wir haben alles gemacht. Reisegesellschaft aufkommen. Astrein, das stelle ich mir jetzt, wenn ich jetzt noch mal ein paar Jahre zurückdenke, hätte ich mir das echt angenehm vorgestellt. Dann kann man es ja nicht nur zur Dokumentation nutzen, sondern auch zur Kommunikation. Das ist ja wunderbar. Richtig. Allerdings möchte ich kurz einhaken. Es ist Top-Down-Kommunikation. Also die Mitarbeiter untereinander können sich zwar Aufgaben erstellen, wenn der Unternehmer das möchte, aber ansonsten werden Aufgaben erstellt nur von einem bestimmten Personenkreis. Also das ist auch keine Reizüberflutung gibt oder dass die App nicht als lästig empfunden wird, sondern es soll ja wirklich ein Tool sein, das man täglich in der Hand hat und gern verwendet, weil es einfach Zeit spart und Nerven und man auf der sicheren Seite ist. Ja, irgendwann ist auch wenn da 10, 20 Nachrichten pro Tag kommen, dann wird es dann auch zu viel werden und dann würde man das als nicht mehr so wichtig oder relevant betrachten. Korrekt. Gibt es denn ein Beispiel von bisherigen Kunden, die durch Horeca Hero richtig Zeit gespart haben oder vielleicht Geld gespart haben, weil sie nichts mehr ausdrucken müssen? Gibt es da so ein Best-Practice-Beispiel? Ja, eigentlich jeder. Also das klingt jetzt natürlich ein bisschen pauschal. Wir haben errechnet, in einem durchschnittlichen Betrieb mit so 4, 5 Mitarbeitern, da beschäftigen sich, lass 3 Mitarbeiter sich am Tag 15 Minuten mit der Dokumentation beschäftigen. Das kommt jetzt realistisch schon ganz gut hin. Ja. Der eine muss es ausdrucken, der andere muss die Listen überprüfen, der andere füllt es ein und der andere legt es ab. Also so irgendwie 3 Mitarbeiter, 15 Minuten am Tag ist übers Jahr gesehen realistisch. Dann sparst du dir damit 273 Stunden. Im Jahr? Im Jahr. Das sind knapp 7 Wochen, glaube ich.
Arbeitswochen, Ja. die du anders machen kannst, anders verwenden kannst. Den Rest kann man sich dann hochrechnen. Korrekt, man kann sich halt wieder mehr um die Gäste kümmern, wieder das tun, was die Gastronomen meistens wollen, Gastgeber sein. Und grundsätzlich geht es ja hier nicht darum, irgendwelche Mitarbeiter outzusourcen, sondern sich einfach wirklich Zeit zu sparen für die wesentlichen Dinge, die wirklich wichtig sind. Und das ist dann halt der Gast, das Essen, die Dienstleistungen und nicht Zettel ausfüllen, sondern sich da in diesen Dingen, die auch meistens nicht so viel Spaß machen, das sind ja nicht alle so wie ich, dass mir das alles so viel Spaß gemacht hat früher. Nein, Spaß beiseite. Aber dass man sich halt bei solchen Punkten Zeit spart. Ja, vor allem auch für sich selber arbeiten und nicht für die Behörden. Weil die Arbeit zahlt dir ja niemand, die du da machst. Richtig. Was sagen denn so die Nutzer von Horeca, also die das dann tatsächlich im Betrieb anwenden, die Mitarbeiter, sind die zufrieden damit, begeistert davon, im Gegensatz, wie es vorher war? Das ist unterschiedlich, muss ich tatsächlich gestehen. Es kommt immer darauf an, wie der Unternehmer oder der Gastronom das halt auch beibringt. Wir haben Beispiele, da sind sie alle hellauf begeistert, erzählen das auch ihren anderen Kolleginnen und so kriegen wir da ein bisschen Mundpropaganda zusammen. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass sich da ein oder andere Mitarbeiter ein bisschen weigert, weil er auch nicht einsieht, dass er da sein Handy verwenden muss und hat dann auch irgendwelche Angst, dass da der Chef ihm dann mitten in der Nacht irgendwie eine Push-Nachricht schickt und er aus dem Bett aufschreckt. Aber Gott sei Dank kommen diese Fragen, die erreichen mich ja Gott sei Dank und dann kann ich immer entschärfen und sagen, nein, das ist nicht der Fall. Diese Push-Nachricht erreicht dich nicht mitten in der Nacht. Keine Angst. Wir haben das auch an die Öffnungszeiten, die das Unternehmen angibt, ein wenig angepasst. Und du kannst es einfach nutzen, damit du dir Zeit ersparst und tatsächlich mehr arbeiten kannst und am Ende deinen Arbeitsplatz auch ein wenig selbst mitsichern kannst. Weil wenn du mehr Zeit für deine tatsächliche Arbeit hast, ist es für den Chef besser, weil dann ist dein Arbeitsplatz sicherer. Ja. Was ist denn deiner Meinung nach so das Besondere, der Clou an Horeca? Die Einfachheit der App. Wer sein Smartphone bedienen kann, der kann Horeca Hero bedienen. Wir sind nicht mal so kompliziert wie Facebook. Der Content ist schon da. Also du hast als Gastronom nicht diese Sorgen, habe ich irgendwas vergessen, sondern die Gesetze und Verordnungen, die wir abdecken, da ist der Content drin und der ist geprüft. Es muss nicht selber erstellt werden. Und natürlich die 13 Sprachen. Das ist so das richtig Besondere und lächerlich günstig sind wir auch noch, aber das ist ja nicht das total Besondere. Okay, eine Frage zum Abschluss noch. Wenn sich jetzt neue Verordnungen abzeichnen lassen, der Staat beschließt was Neues oder die Europäische Union beschließt was Neues, dann seid ihr natürlich immer mit dabei und aktualisiert und macht ein Update so, dass das dann auch wieder in der App verfügbar ist. Selbstverständlich, wir überwachen die Gesetzgebung sehr gut. Arbeiten da auch mit Partnern zusammen. In Deutschland ist es der DEHOGA und die IHK und in Österreich die Österreichische Wirtschaftskammer, mit denen arbeiten wir sehr gut zusammen. Die empfehlen uns auch teilweise schon und wir kriegen das sehr schnell mit, wenn da was passiert und passen den Content dann dementsprechend sofort an. Müssen wir auch, weil das ist unser Nutzen. Ja, meinerseits, ich bin alles losgeworden, was ich wissen wollte. Ich denke, mich hast du wunderbar abgeholt. Markus, herzlichen Dank nochmal für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Ich habe auch für deine Hörer was mitgebracht. Oh. Und zwar, wir haben ja erzählt... Geschenke. Es gibt Geschenke. Wir haben ja erzählt, wir sind ja Freemium und mit Premium für 9,90 Euro im Monat kann man sich die Dokumente ja runterladen. Wir würden allen deinen Hörern gerne 3 Monate Premium schenken. Oh. Das bedeutet, jeder, der sich die App runterlädt und dann im Menüpunkt Premium den Gutscheincode GastroTools24 eingibt, der erhält 3 Monate Premium gratis von uns. Ja, dann sage ich doch mal vielen herzlichen Dank. Finde ich cool. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön für das kleine Geschenk und ich packe das auf jeden Fall alles in die Shownotes, den Link zum Download der App und halt auch den Link zu eurer Homepage, dass man da auch mal schauen kann. Packe ich alles rein, dann kann nichts vergessen werden. Vielen lieben Dank und ja, schön, dass du da warst heute und jetzt würde ich sagen, machen wir mal weiter. Mach es gut, bis bald, Andreas. Gern geschehen, ciao.